die User machen uns dann natürlich heute ist Dienstag, der 17.05.2016. Ich habe 14 Uhr Dienst. Allerdings ist es schon 5 vor 12. Das heißt, ich muss mich schon wieder ranhalten, damit ich gleich zur Arbeit gehen darf. Der Jens hat mich heute gefragt, ob ich den Gorillapod empfehlen kann. Ich habe ja den Yobi Gorillapod Focus. Nee, Yobi Gorillapod SLR Focus. Irgendwie so. Egal. Steht unten in der Beschreibung, ist ein Link, ist allerdings ein Affiliate-Link zu Amazon. Wenn ihr darüber kauft, zahlt ihr nichts mehr, unterstützt nur mich und so. Naja, ihr wisst das, ihr kennt das. Egal. Also Yobi Gorillapod Focus. Ja. Kann ich durchaus empfehlen. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe ja mehrere Gorillapods, unter anderem auch hier einen kleinen mit Plastikgelenken. Und der Focus, den ich hier dran habe, ist mit Metallgelenken, damit er so eine schwere DSLR auch vernünftig draufhält. Ich bin mir nicht sicher, was er Jens vorhat. Vielleicht jetzt auch vloggen. Ich bin ja sowieso schon nicht mehr der Einzige auf der Insel, der vloggt. Habe ich gesehen. Gut, morgen ist Mittwoch und ich habe frei. Ich werde morgen früh in die Uckermark fahren. Werde mein Auto in die Werkstatt bringen zum Durchchecken wegen TÜV. Und am Donnerstag komme ich zurück und bringe Cookie mit. Dann ist hier endlich wieder ein bisschen was los im Vlog und mehr zu sehen. Wenn ich heute Abend von der Arbeit komme, müsste ich noch ein Video fertig schneiden, die Wäsche verräumen, schlafen, morgen früh raus und los. Klingt stressig. Naja, mal schauen. Wie der ein oder andere von euch vielleicht weiß, sind Jens und ich Betreiber vom Usedom-Magazin, also usedom-magazin.de oder Usedom-Magazin auf Twitter, Facebook und Instagram. Und die letzten Tage habe ich mich sehr viel um Instagram gekümmert, weil ich mir überlegt habe, wie kann man als Magazin in dem Sinne Instagram für sich nutzen, gerade wenn man das Thema Usedom hat. Und das ist vielleicht auch ein kleiner Tipp und Hinweis für alle von euch, die sowas Ähnliches auf Instagram machen. Ich habe nämlich Folgendes gemacht, das ist nichts Neues, das machen andere auch schon. Ich habe die Follower vom Usedom Magazin auf Instagram aufgefordert, das Hashtag Usedom Magazin zu benutzen, wenn sie Bilder von Usedom posten. Und ihnen gesagt, dass sie damit praktisch die Erlaubnis geben, das Bild zu reposten und somit den Instagrammer und das Bild zu featuren, sozusagen. Und hat natürlich ein bisschen gebraucht beim Anlauf so, aber es funktioniert inzwischen sehr gut und davon profitieren alle. Vor allem natürlich die Instagrammer, weil sie eine größere Reichweite haben, andere User, die sie vielleicht sonst nicht erreicht hätten, auf ihren Account aufmerksam werden und natürlich auch ihre anderen Bilder gesehen werden. Natürlich profitieren wir als User-Magazin auch ein bisschen davon. Die User machen unseren Account ein bisschen bekannter, bedanken sich, teilen unsere Bilder wieder, reposten ihre Bilder, die wir gepostet haben. Gott. Und dadurch werden wieder andere User aufmerksam und so weiter und so fort. Das ist also so ein Geben und Nehmen und ja, eine Win-Win-Situation für alle. Und da bin ich echt schon mit zufrieden und es funktioniert super und es ist toll und es ist echt toll zu sehen, wie so eine Community so langsam wächst, aber ich wollte noch ein bisschen mehr geben. Also, wie gesagt, wir profitieren alle davon, am meisten, wie ich glaube und wie ich hoffe, vor allem die User und das Feedback bestätigt das auch schon. Also, es haben schon einige sich gemeldet und gesagt, ey, echt cool, danke, hab so und so viel Follower seitdem wieder dazu bekommen und so, und das funktioniert halt wirklich. Und naja, also, und jetzt habe ich mir gedacht, ist zwar alles ganz cool, aber ich will irgendwie erstens den Ansporn ein bisschen steigern, dieses Hashtag zu benutzen und mitzumachen, gleichzeitig aber auch vor allem den Usern mehr zurückgeben. Und jetzt habe ich folgende Idee gehabt, dass wir einmal im Monat den Instagrammer des Monats küren und
Jetzt, wo ich das hier erzähle, es ist noch nicht live und noch nicht öffentlich und keiner weiß davon außer Jens und mir. Aber wenn ihr das seht, ist es wahrscheinlich schon online. Naja, und das funktioniert folgendermaßen. Von all den Bildern, die ich reposte, oder die das User-Magazin in dem Fall repostet, die das Hashtag User-Magazin auch benutzt haben, von den Bildern wird das Bild mit den meisten Likes rausgesucht am Ende eines Monats. Und dieser User und das Bild wird gefeatured auf user-magazin.de. Und halt nicht nur da, sondern der Beitrag wird natürlich auch auf Facebook und Twitter und Instagram nochmal erwähnt und überall geteilt und so. Ja, somit bekommt derjenige, der Instagrammer des Monats wurde, nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, weil wir haben ja doch ein paar mehr Follower auf Facebook zum Beispiel. Alle Links übrigens unten in der Beschreibung. Ja, und so hoffe ich, dass da ein bisschen mehr für die User dabei rausspringt, also ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Bin irgendwie gerade dabei, den entsprechenden Blogartikel mit der Ankündigung zu schreiben und überlege gerade, welche Richtlinien man noch beachten sollte. Also klar, es sollte keine direkte Werbung sein. Die Bilder von mir und Jens sind ausgeschlossen natürlich. Überlege ich, ob ich denjenigen, der Instagram des Monats ist, irgendwie für ein halbes Jahr sozusagen zu sperren. Also dass er nicht nächsten und übernächsten Monat wieder Instagram des Monats werden kann. Weil Leute mit entsprechender Followerzahl sagen dann in ihren Account hier, gebt mir darüber, like das und dann. Das würde den Sinn kaputt machen und will ja so vielen Leuten wie möglich die Chance geben, Instagram des Monats auf dem User-Magazin zu werden. Und diese Richtlinie arbeite ich gerade aus und ja, wenn ihr das seht, folgt da unten dem Link, folgt dem User-Magazin auf Instagram und wenn ihr auf Usedom seid und Bilder von Usedom macht, dann let's go. Hashtag Usedom-Magazin benutzen. So, jetzt gehe ich duschen und dann gehe ich zur Arbeit. Ja, also dann. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, sage bis zum nächsten Video und tschüss. Oh, freue ich mich auf den Hund morgen. Endlich wieder ein bisschen mehr Action im Vlog und naja, allerdings auch wieder ein bisschen weniger Zeit, um den anfallenden Kram zu schaffen und zu erledigen. Naja. Gut, also dann, tschüss.